That's me. Schau mal. Achso. Can I send it for you? عشر دقائق عمان ور بيتغدى على السرير. Hier ist auf jeden Fall Leben in der Bude, oder? So, da sind wir in dem Imperial Abu Shams Sommer oder wie auch immer. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Ivan füllt jetzt. Imperial Shams Abu Summer. Hab ich gesagt, siehst du? Ivan hat jetzt schon angefangen, unsere persönlichen Daten auszufüllen. Der Rabauke will nicht sitzen. Du willst nicht sitzen? Hä? Also die Fahrt von unserem vorherigen Hotel, was sich in der Nähe von der Sensor Mall befunden hat, hat jetzt ungefähr, ich weiß nicht, wir sind nicht mal eine halbe Stunde gefahren, ne? 20 Minuten, ja, obwohl das 40 Kilometer sind. Und das ist jetzt der Rezeptionsbereich. Das ist die Lounge. Ich laufe mit euch jetzt zusammen durch, wir waren hier noch nicht vorher. Ich weiß noch nicht, wohin es geht, aber wir gucken mal. Das ist die Lounge. Ich liebe ja solche Dinger hier. Wenn das alles so aufwendig gestaltet ist. Hier ist es auf jeden Fall ein komplett anderer Schnack zu dem Hotel zuvor, wo wir waren. Ich will es nicht immer vergleichen, aber man tut es automatisch. Es ist alles ein bisschen nobler, nicht nobler, wie kann man das sagen? Alles so ein bisschen nicht neu modern. Das andere Hotel war komplett so neu modern gestaltet und hier ist es alles ein bisschen hat alles so einen anderen Flair von Vergangenheit, sag ich mal. In ganz anderen Tönen. Sieht aber sehr, sehr schön aus. Also jedes Hotel hat seine Schönheiten. Und ich sehe gerade, es gibt einen kleinen Spielplatz. Huch. Tja, fertig. So, das ist unser Zimmer hier im Imperial. Hallo! Und? Willkommen zu Imperial, Imperial Shams Abu Sommer. Ich hab's richtig auswendig gelernt. Ja, wir haben gerade eingecheckt und stehen jetzt schon wieder mitten im Flur. Genau, so sieht das aus. Ja, also willkommen in der, man kann schon sagen, fast antiken Zeit.
Es ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied zu dem Hotel, wo wir jetzt vorher waren. Guckt euch die Videos an, falls ihr die nicht gesehen habt. Man hat hier noch so richtig oldschool, tradition-like einen Schlüssel. Einen Schlüssel, ja. Den man dann mitschleppen muss. Du bist dafür verantwortlich. Wir haben hier im Flur einen großen, schönen Spiegel, dass man sich einmal, bevor man rausgeht, betrachten kann. Mhm. Also es ist alles im selben Stil gehalten, aber halt alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Gut, da müssen wir mal gucken, muss man halt abwägen, was ist einem wichtiger. Das Hotel ist ein 5-Sterne-Hotel, meine ich, und das sind 4,5. Auf der Holiday-Check sind es 4,5, und aber auf Check 24 sind es 5 Sterne. Tatsächlich? Ja. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also, ich weiß zwar nicht... Strom ist aus. Moin, wir haben keinen Strom mehr. So, wir haben wieder Strom. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird, dass hier alle 5 Minuten Strom ausgeht. Was ist denn jetzt hier mit dem Kabel? Ja, das ist schon wieder die Fernseher. Dieses Kind, ne? So, man kann sich das Miron checkt schon mal den Fernseher aus hier. Der macht die Fernsehbedienung erst mal. Der ist jetzt nicht so groß wie in Dings, aber wir sind auch nicht hergekommen, um Fernsehen zu gucken. Ja, der Aschenbecher, der ist komplett zerdeppert hier schon. Also, dass er überhaupt noch heile ist, ist... Oder kommt wieder der Deutsche? Nein, ich guck mal. So, was haben wir denn hier? Ein Schrank, öffne den mal. Überrascht, kriegen wir dann, kommt dann Clown raus. Ah ja. Oh. Safe. Wieder, safe. Die Tüte für die dreckige Wäsche. Und hier auch nochmal. Zum Aufhängen, ne? Aufhängen. 2 Kleiderbügel oder was? 5 insgesamt. Ah. Okay. Also meine Sachen hängen, deine nicht. Nee, ich muss meine nicht aufhängen. Ja, also man sieht, es ist einfach alles so. Alles in alten Stil, alles in die Jahre gekommen. Ist auch. Oh, hier gibt's einen Kühlschrank. Ist da was drin? Ne? No. Oh mein Gott, der ist laut. Hört ihr das? Was ist das? Was ist das für ein Ding aus der Vergangenheit? Rosi, den willst du nicht anfassen. Guck mal, Miron. Hier, die Fernbedienung, die wolltest du doch haben. Das ist schlimm. Hier. Was ein richtiger Killer ist. Und das ist egal, was man mir jetzt sagen mag, egal wie schön das Zimmer sein kann, ist, wenn man als Paar in 2 getrennten Räumen steht. Also das machen wir vielleicht mit, wenn wir irgendwann älter sind und keine Ahnung, einer schreit. Also man sieht ja eigentlich, dass eine kleine Familie, sag ich mal, kommt mit Kind. Ja. Das Kind beweist, dass man auch, dass man als Ehepaar funktioniert. Also. Nee, also das ist, ich finde, das ist ein No-Go. Gerade weil diese Kopfteile auch fixiert sind, ne? Man kann das nicht einfach so zusammenschieben. So, wenn wir das Bett jetzt zusammenschieben, dann bleiben die Dinger hier stehen. Und dann sieht das komisch aus. Naja, gucken wir mal, was uns da so einfällt. Das Positive ist aber, wir haben eine Terrasse, wir sind direkt im Erdgeschoss. Und können somit jederzeit einfach. Genau, wir können hier direkt zum Pool rausgehen. Und zum Essen. Ja, wir können die Leute stalken, was die da so machen. So, ich gehe mal raus hier. Mal gucken. Oft geht das nicht so einfach. Wir haben die Tür rausgenommen. Aus der Fassung. Ach so. Ja, die Tür ist kaputt, moin. Nein. Oh, eine schöne Palme hier im Garten. So. Ja. Hi. So, was haben wir denn hier noch in diesem? Eine kleine Chiller-Lounge, also 2 Sessel, ein kleines Sofa und dieser perfekte Tisch für ein Kleinkind. Ja. Also, wir sagen mal, es ist alles in die Jahre gekommen, es ist alles ein bisschen nicht mehr up-to-date, aber wir gucken mal, was das Hotel im Gesamtpaket sein wird. Weil wir haben gehört, dass der Strand hier ganz toll sein soll, das werden wir natürlich dann euch auch berichten und zeigen, wie das dann
tatsächlich ist. Badezimmer machen wir jetzt auch nochmal eben. Da, was ich ja abgöttisch liebe, sind diese Vorhänge, die an den Hintern vor uns geklebt haben. Man weiß nicht genau, an wie vielen Hintern die schon geklebt haben. Und diese Duschbrause, die liebst du ja abgöttisch, ja. Naja, wir lassen uns davon nicht... Aber zumindest ist die nicht so tief, dass ich in die Hocke gehen muss. Aber wahrscheinlich wird da jetzt nicht so der heftigste Strahl rauskommen. So, da haben wir auch schon den ganzen... Hier, Telefon darf im Badezimmer auch nicht fehlen. Ja, Mama, heute bin ich noch. So. Oh. Ja, wie geht denn das hier aus? Ah ja. So. Ja, das war's eigentlich auch schon von dem Zimmer. Also unsere Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, das Ding ist, das ist so, wir haben uns richtig auf dieses Hotel quasi eingefahren und haben das Titanic Resort Hotel eigentlich nur als Zwischenstopp genommen und da hat uns das jetzt so gut gefallen, dass, also die Messlatte, die war so hoch, dass jetzt das Hotel eher ein bisschen älter einem vorkommt. Ein bisschen. Naja, wir lassen das Ganze auf uns wirken. Wir gucken mal, wie gesagt, wie der Strand ist, wie das Essen ist, wie das Komplettpaket dann im Endeffekt ist, Animation und alles, was dazugehört. Und nehmen euch natürlich mit. Also schaltet wieder ein. Denn es wieder heißt Nastja, Ivan, Miron, Baby.